Los Angeles. Gnadenloser Terror hält die Polizei in Atem. Ein Fall für die Kampfsportexperten Jack McQueen und Cynthia Rossrock. Sie müssen zu Ihrer Sicherheit einen Partner dabei haben. Jemand, auf den Sie sich verlassen können. Ja, Blake also. Beide stehen an der Spitze einer Polizei-Elite-Truppe. Stehen bleiben! Hier werden Verbrecher anders bekämpft. Gut gemacht, Thompson. Wieder einer für Martial Law. Aber die größte Herausforderung steht Ihnen noch bevor. Meine Kunden werden zufrieden sein. Ich traue unserer Freundschaft, aber das hier ist Geschäft. Alles, was ich weiß, er arbeitet für ein paar Typen in Hongkong. Haben Sie eine Ahnung, was diese Tätowierung bedeutet? Trong Ling, das sind bezahlte Mörder in Hongkong. Auch vor der Familie macht man nicht Halt. Das ist mein Bruder. Dann nimm es doch als Kredit. Brüder müssen sich helfen, verstehst du? Ich kümmere mich um meine Freunde. Verflucht, was ist mit dir, Michael? Dieser Bulle ist sein Bruder. Verräter werden sofort brutal ermordet. Geht es um Michael? Es tut mir leid, er ist tot. Dieses Mal trifft es ihn ganz persönlich. Das ist es. Dort wurde Michael ausgebildet. Sie möchten sich als Lehrer bewerben? Wir bekommen den Job. Er soll mehr als 50 Menschen getötet haben. Jetzt geht es um sein Leben. Ich werde das auf meine Weise lösen. Martial Law muss sich über alles hinwegsetzen. Es war ein fürchterlicher Fehler. Cynthia Rossrock und Chad McQueen in Martial Law. Außerdem David Carradine und Philip Dampf. Martial Law.